Gestern habe ich ein Video dazu gemacht, wann man Level 1, 2 oder 3 Soldaten verwenden sollte, aber ich hatte dabei völlig unterschätzt, wie viele Leute sich für die Antwort auf folgende Frage interessieren. Nehmen wir an, wir haben 100 Waffen und 100 Goldbarren. Ist es besser, 100 Level 2 Soldaten zu rekrutieren oder 50 Level 1er und 50 Level 3er? Ich versuche mal, die Frage so genau wie möglich zu beantworten, beachtet aber, dass Kampfsimulationen in diesem Spiel immer Raum für Messfehler lassen. Bleiben wir mal bei 100 Soldaten auf jeder Seite, denn das ist die größte Armee, die wir in einer Auswahl steuern können. Bei den Rohstoffkosten können wir Gold und Eisen effektiv ausklammern, da sie sich in ihrer Verarbeitung nicht wirklich unterscheiden. Eisen muss auf dem Weg zur Waffe zweimal verarbeitet werden, Gold wird dafür für L3er auch zweimal benötigt. Unsere beiden hypothetischen Armeen kosten jeweils 100 Siedler und 300 Kohle. Wir gehen außerdem davon aus, dass beide Seiten ausschließlich einen Einheitentypen noch beide den gleichen produzieren. Beginnen wir mit Bogenschützen, da diese mit weitem Abstand die häufigste Einheit im Multiplayer sind. Die L2er Seite startet so mit 12.000 kombinierter Gesundheit und 600 Schaden. Die gemischte Seite kommt ebenfalls auf 600 Schaden, aber nur 11.750 Gesundheit. Ein Unterschied von 2%, auf dem Papier haben wir also wirklich zwei fast gleichwertige Armeen zum gleichen Preis. Schauen wir uns mal an, wie sie sich schlagen. Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick scheint die L2er Armee klar ein Vorteil zu sein. Aber natürlich kämpft die gemischte Armee auch nicht so, wie sie es unter Kontrolle eines Spielers vielleicht würde, also drehen wir die Sache einmal um. Und hier wird hoffentlich deutlich, wieso ich große Kampfsituationen in diesem Spiel verabscheue. Aber auch, dass beide Armeen das Potenzial haben, hier siegreich hervorzugehen. Kehren wir noch einmal zu unserer schönen Armee von vorhin zurück, aber dieses Mal mit Schwertkämpfern. Die L2-Seite kommt dieses Mal auf 15.000 kombinierte Hitpoints und 1.400 Schaden. Die gemischte Seite kommt auf 15.500 Hitpoints und 1.500 Schaden. Hier sprechen die Zahlen schon eher für die gemischte Armee. Und auch in der Praxis geht die gemischte Armee hier als Sieger hervor, egal ob sie von mir oder von der KI gesteuert wird. Das ergibt auch Sinn, weil Level 2 Schwertkämpfer 14 statt der erwarteten 15 Schaden haben. Ich weiß nicht, was hier die Begründung war, ich bin mir nicht mal sicher, ob man das ändern sollte, aber es führt dazu, dass der Sprung von Level 1 zu Level 2 in diesem Fall deutlich kleiner ist als von Level 2 zu Level 3. Bei gemischten Armeen würde ich aber davon abraten, L2er und L3er kombinieren zu wollen, da in der Praxis oft nur wenige L3er tatsächlich rekrutiert werden, wenn L2er auch Gold verbrauchen. Einen weiteren Fall möchte ich aber noch erwähnen, nämlich die Wirkung von Kampfkraft. Siedler rundet die Schadenswerte zu ganzen Zahlen und Schaden wird ab 5 einzelnen Komma aufgerundet. Schauen wir uns also nochmal die Bogenschützen mit 126% Kampfkraft an und lasst euch nicht davon irritieren, dass das Spiel 125% anzeigt. Das ist ein Fehler, der passieren kann, wenn die Kampfkraft per Skript festgelegt wird. Theoretisch steigt der Schaden der L1er von 4 auf 5, der der L2er von 6 auf 7,5 und der der L3er von 8 auf 10. Durch die Rundung bekommen die L2er aber in der Praxis 8 Schadenspunkte. Die L2er Armee kommt also plötzlich auf 800 Schaden, die gemischte nur auf 750. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, diese Entscheidung zu sehr von der Kampfkraft abhängig zu machen. Selbst wenn ihr euch die Werte, die ihr braucht, perfekt merken könnt, ist eure Kampfkraft ständig im Fluss. Und ohne Zielobjekte kommt ihr nicht weit über die 100%. Und wenn nicht gerade sehr wenig Gold auf der Karte ist, solltet ihr nie die Produktion von L3ern für Zielobjekte gefährden. Ich bin der Letzte, der euch sagen wird, dass Zielobjekte sinnlos sind, aber nur wenn ihr dafür nicht die Produktion von Level 3 Soldaten einschränken müsst. Wenn ihr schon viele Soldaten habt, macht es mehr Sinn, einige Sets einzustreuen, aber wie bereits im vorherigen Video erwähnt, halten eure Soldaten selbst mit voller Kampfkraft nicht mit dem nächsten Level mit. Ich selbst würde tendenziell eine reine L2-Armee einer gemischten Armee vorziehen. Eure Kraft ist so gleichmäßiger verteilt. Und wenn wir mal kurz so tun, als wäre Magie im Multiplayer wirklich relevant, kann sie diese Wahl auch zementieren, wenn wir zum Beispiel gegen einen Römer spielen. Was ja, wie wir in der WM gesehen haben, nicht so abwegig ist. Der Blitzzauber der Römer tötet Level 1 Soldaten sofort, während Level 3 Soldaten perfekte Ziele für den Bekehrungszauber sind. Level 2er sind dagegen für keinen dieser Zauber ein ideales Ziel. Natürlich in der aktuellen Meta komplett irrelevant, aber sollten wir uns in Zukunft vom Vanilla Balancing wegbewegen, wäre das ein weiterer Faktor, der relevant sein könnte.